Jo Leute, willkommen zurück bei Minecraft Hacked Light mit Sven, Markus und mir. Salim, hallo. Sven baut hier die zweite Vermehrungsstation auf. Markus müssen wir suchen. Der ist man unterirdisch. Der hat auch schon fleißig gebaut. Wir haben es verkackt. Ja. Und er baut hier unter den unterirdischen See. Oh, das ist ein verkackt Futur. Warum? Wir haben unseren Wochenplan nicht eingehalten. Das passt schon so. Das passt, okay. Das ist okay. Bevor man hier zehnmal hin und her switchen. Kriegt da halt heute mal wieder ein paar mehr Folgen von Futur. Vielleicht gibt es dann das nächste Mal ein paar mehr wieder von mir. Gleicht sich ja alles doch irgendwann immer wieder aus. Eben, wir sind ja nicht so. Das naja, eigentlich schlimm. Sind wir schon so, aber manchmal sind wir halt anders. Genau. Viel schlimmer. Viel schlimmer als normalerweise. Jetzt sieht man es nicht mehr, dass da noch Kupfer war. Jetzt muss ich aber mein Ding hier noch reparieren. Aber als nächstes will ich da mal wieder was Eigennütziges bauen. Klar. Ich habe wieder so viel für die Allgemeinheit getan hier mit den Farmen, dass ich dann auch mal wieder was Eigennütziges bringen muss. Das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht. So. Und das brauche ich natürlich auch nicht. So, sind Mensch, was du alles für unnötiges Zeug bei dir hast. Ja, da war noch vom Nether-Zeug dabei, das Zeug, jenes. Boah, ich weiß schon, warum ich mein Inventar einfach jedes Mal wieder ausleere, wenn ich irgendwas fertig habe. Oder wenn ich irgendwo zurückkomme. Da hin müssen wir auch noch unbedingt, aber es sieht auch furchtbar aus, das Gebiet. Oh, die Brüder Strom? Ja, die Brüder brauchen Strom. Davon haben wir ja noch ein bisschen was. Ja, ja, so sieht's aus. Es gefällt mir jetzt aber nicht, dass die Strom brauchen. Naja, muss ich es halt wieder versetzt aufbauen. So, das ist das hier. Da muss der Weg noch rum. Baumfarm passt. Die machen wir ein bisschen kürzer da hinten. Wir haben doch die Hopper noch im System, oder, Futur? Ja. Was meinst du, sieht besser aus, wenn man von oben Hopper sieht oder wenn man von oben Kabel sieht? Das ist, glaube ich, relativ egal. Hopper sind schon... Wir haben die Hopper nicht mehr im System. Also ich habe sie nicht, ich weiß nicht, sind die noch hinten dran oder? Nein. Ich muss mich das nächste Mal unbedingt um die Beleuchtung kümmern. Ey, warum kriege ich keine Stromschläge? Nicht? Ich habe gerade eigentlich Stromschläge erwartet, aber ja, es kamen keine. Habe auch keine bekommen. Was ist das für ein Scheiß? Die Solare läuft. Dann muss ich mal noch nach dem Verbraucher gucken. Den hier irgendjemand zugemauert hat. Hä? Electric Furnace? Ja, jetzt kommen wieder Schläge. Aua. Warum hast du dein Electric Furnace hingebaut? Weil der Schläge verteilt. Also war der leer? Nee, irgendwie hat der gebackt. Achso, na ja, gut, wir kriegen sie wieder. Ja, wir kriegen wieder Schläge, das ist doch schön, dann können wir uns wieder unsere Elektromassagen geben. So, boah, wir müssen noch so viel planieren hier hüben. Das Gebiet hier hüben gefällt mir jetzt lang. Reiß jetzt mal die Marvel-Kiste ab. Aber die ist voll, ne? Ja, eben. Kommt jetzt alles ins System, weil es mir zu doof ist, jedes Mal die Kisten im Garten stehen zu haben. Ja, da gehe ich das nächste Mal dagegen und wenn... Futur, schau mal, du darfst jetzt hier noch den Rest meines System bringen, weil mein Inventar ist jetzt voll mit Marvel. Reicht das für die Baumfarm hier? Guck mal, da wo ich die zwei Blöcke weggemacht habe. Warum ist da ein Schaf? Da halt noch ein freilaufendes Schaf irgendwo rumgammelt. Bin ich alle eingefangen? Ich hatte nur zwei eingefangen. Ja, nee, ich frag nur, warum da eins rumrennt. So. Oh, ich glaube, unsere Quarry baut gerade Marvel ab. Füllt sich's? Wir haben inzwischen 3600 irgendwas. Okay, gut, Markus. Also, da kannst du nachher deine Mauer weiterbauen, mal irgendwann, wenn du Lust hast. Da kannst du noch einige Mauern bauen mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Was hat die für eine Range, die Baumfarm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, weit. 12, 13, 14, 15, aber wenn du es kleiner machst, als er ist, dann 10. Ist er kleiner. Ah, hier hin.
Guck mal, so viel würde ich abbauen von der Baumfarm. Also von dem. Die ist drei Kästchen plus das Upgrade, was drin ist. Ja, nee, ich guck mal, so viel würde ich abbauen gerne. Ja, warte. Gerne oder musst du? Warte. Ja, nicht, dass es dir dann irgendwo da hinten Bäume hinpflanzt. Die Baumfarm. Radius Increase um 11, das heißt 3, das heißt ab hier 11 Kästchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ab hier kannst du theoretisch weg. Ja, aber das sieht dann unförmig aus. Ich würde es gerne auf 19 lassen. Das wäre ein bisschen hin. Das wären diese Blöcke da hinten. Ja, das ist ja okay. Aber der baut halt eh nicht bis darüber. Okay. Markus, brauchst du einen Laser noch? Der ist ein Ding drin. Der ist ein Mülleimer. Legen gerade am besten immer in den Füller rein. Dann braucht man es nicht suchen. Laser, nein. Ich habe einen Füller. Also doch in einem. Ja, der ist doch ein Füller. Gut. Aufgeladen. Das Lab Pack? Hab ich. Okay. Da kommen wir. Da haben wir aber gerade beschossen. Ja, ne, kein Problem. Wieder Nacht. Das mach ich. Nämlich, das geht schneller, als wenn ich das von Hand weg mache hier. Seid ihr sicher, dass wir weiterhin dann Flachs anbauen wollen? Das habe ich jetzt nur im Inventar gehabt, deswegen habe ich es angepflanzt. Aber eigentlich ist es totaler Schwachsinn, so viel Wolle wie wir haben. Ich habe nur mal, dass die Felder belegt sind, deswegen ein bisschen was angepflanzt. Ja, das baue ich dann um, nachdem ich jetzt ja dann meinen Solarhelm habe. Jo. Weil dann mache ich hier Farm Revolution. Ja, ich habe da hinten. Oh nein, ich habe meinen Berg angegraben, das ist doof. Den wollte ich nicht angraben. Ach gut, bis... Digging to the deep. Strom haben die Dinger jetzt dann? Ne, haben sie noch nicht. Okay, ich brauche noch Export-Buses. So. Baut man die jetzt wieder? Export-Bus. Interface, Iron, Kabel, Pisten. So, jetzt muss ich noch den Stein da wegmachen. Das gefällt mir auch nicht. Ja, so sieht es ein bisschen förmiger aus. Was war das? Schwimmen. Machen wir wieder ein paar Pistons auf Vorrat. Ja. Interface. Noch 5 Minuten, Iron. Dann ist das auch durch. Ja. Pisten. Cable. So. Bei Exportbusse. Wieder ein Loch hier. So, so. Das haben wir es auch ein bisschen gleichförmiger gemacht. So, Futur, was willst du von oben sehen? Diese blauen Kabel da? Die Stecker oder die Stromkabel? Mach die Stecker. Die blauen. So. Machen wir das hier noch zu. Wie viel habe ich noch? Machen wir das hier weg. So, so. Das machen wir auch mal zu. So, so. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch noch nicht. Jetzt gefällt's mir. Habe ich meine Kabel jetzt ins System geworfen? So, das muss ein bisschen platzierter ausleuchten. Dass da keine Monster spawnen. Warum? Wir mögen doch alle Monster. Ja, aber wenn man es ein bisschen ausgeleuchtet, spawnen da nicht so viele von den Drecksdingern. Da noch eine Lampe hin. Da noch eine. 1, 2, 3. Aber die Eier von den Hühnchen wollen wir nicht eingesammelt haben, oder? Nö. Torch noch.
stimmt das von Symmetrie her nicht. Futur. Jo. Komm mal. Ich komme. Moment, wo bist du? Da drüben. Ja, richtig geil. Und? Richtig geil. Jetzt müssen wir nur gucken, wie man die Wand... Ja, da können wir noch ein bisschen was machen dann. Dann müssen wir hier noch ein bisschen ab... Hier. So schräg hier, würde ich sagen. Hier ja. So... Dann hier so weitergehen. Nein, nein, so diagonal hätte ich jetzt gesagt. So, das ist alles, was da hüben ist, rechts davon. Ja. So. Mach du mal, was ich hier weghaben muss. Toll. Manchmal geht der Diamond Drill, manchmal geht er nicht. Ey, bei mir geht er irgendwie immer. Ja, manchmal macht er richtig schnell, manchmal. Jetzt ja, aber Erde macht das voll schnell. Ja, Erde ohne Gras ist extrem schnell, Erde mit Gras ist langsamer. Ah, das ist es dann bestimmt. So ungefähr in die Richtung, Markus, oder? Ja. Da muss der aber noch weg. Geile Begrenzung. Ja. So, gib mir Strom. So, Dolle. Willst du es dann außen rum bauen, das Ding, oder dann wieder in den Berg verschwinden lassen? Berg verschwinden lassen. Ja gut, dann brauchst du jetzt nicht viel weiter graben, machst du es da noch ein bisschen, dann lass es in den Berg reinfließen. Gut, jetzt habe ich wieder eine Idee. Dann hau raus. Wo bist du? Dass wir die Folge beenden. Ach so, ja. Das ist doch auch eine Idee. Ist auch soweit. Passt auch. Also das war's dann wieder von meinen Aufnahmesession. Bis beim nächsten Mal ist, glaube ich, Markus dran. Nee, Sven. Nee, Sven. Sven dran. Ich bin dran. Und ich zeige euch nochmal das von oben, wie so unser Gebiet jetzt aussieht. Ja, wenn nicht die Wolken da wären. Also wir haben schon ordentlich was geleistet. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin. Bis die Tage dann. Jo, ciao. Servus.